Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zurück hier aus Frankfurt zum zweiten Teil von HRS unterwegs mit immer noch Katrin Wachholz. Und die wird mir heute mal zeigen, was es für Plätze in Frankfurt gibt und wo man vor allem diese Plätze findet, weil die hat ja jede Menge Veranstaltungen geplant. Morgen, Katrin. Wie geht's dir? Gut, danke. Ja. Sag mal, wir haben heute wieder einiges vor, oder? Ja, in der Tat. Als erstes werden wir frühstücken. Oh ja, das ist gut. Genau, wir gehen in eine Tagesbar, von der ich schon sehr viel gehört habe. Die haben ja die Möglichkeit, das Foto auf einen Cappuccino zu lasern. Das ist gar nicht schlecht. Was bringt dir das zum Beispiel? Also hast du da schon wieder irgendeine Geschäftsidee, die du umsetzen kannst? Ja, man kann zum Beispiel sein Firmenlogo auf den Cappuccino lasern lassen. Na gut, dann lass uns das mal ausprobieren und direkt reingehen, oder? Gerne. Ich habe nämlich echt Hunger. Super. Dann Dankeschön. Gerne nach dir. So, wir sind jetzt hier im Chinaski in Frankfurt, direkt neben der Oper. Richtig, richtig schöner Laden und vor allem richtig tolles Frühstück. Frühstück und Geschäftsreise, irgendwie passt das ja zusammen. Man muss sich ja stärken. Wie das sieht bei dir, ist das ein typisches Frühstück? Das ist ein typisches Frühstück und das ist das Dessert dazu. Ach komm, dann tauschen wir. Ja, aber das muss ich ja auch noch essen. Ja, sorry, dann. Du fängst mit dem Kleinen an und dann kommt der Nachtisch. So. Großartig. Ja, mir ist wichtig, dass es halt gesund ist. Also ich mag zum Beispiel nur Vollkornprodukte. Alles andere ist nicht so meins. Und ich trinke immer frisch gepressten O-Saft. Also das ist so ganz gut für die Gesundheit, den Tag zu starten. Das ist mir wichtig. Und wenn ich die Zeit leider nicht habe oder der erste Termin vielleicht kein Frühstückstermin ist, das mache ich auch ganz gerne, dass man mit dem Kunden dann frühstückt, dann gehe ich dann tatsächlich Takeaway und einen Cappuccino und einen O-Saft und dann bin ich glücklich. Das ist jetzt ein Lieblingsplatz von dir in Frankfurt. Gibt es denn sonst noch irgendwelche Locations oder Hotspots, die du gerade so fürs Frühstück empfehlen kannst? Ehrlich gesagt bin ich ein großer Hotel-Fan, wie man vielleicht schon mitbekommen hat. Und die Frühstücke dort sind natürlich großartig mit Pancakes und allem Frischen. Das ist schon toll und da bin ich sehr gerne. Aber da nehme ich mir auch Zeit. Also das ist dann auch wichtig. Also Stichwort Fitness. Hältst du dich in irgendeiner Art und Weise zumindest ernährungstechnisch fit, um den Tag durchzustehen? Oder ist das völlig nach Geschmack? Tatsächlich, ja. Also ich versuche, mich gesund zu ernähren und ich mag es halt auch. Also es ist nicht so, dass ich mich da zwingen müsste, aber ich teile meine Kalorien manchmal so ein bisschen ein und überlege, okay, jetzt ein Ben & Jerry's Eis und stattdessen bleibt dann irgendwie die Pasta weg und dann wird es meistens das Süße. Wenn du hier fertig bist, wie geht's weiter? Wir werden dann in einen Concept Store fahren. Okay. Und der, ja, da lässt du dich mal überraschen. Ja? Genau. Ja, ja. Dann bin ich gespannt. Dann lass uns mal hier reinhauen. Du hast ja zwei Dinge vor dir. Ich halte mich ans Wasser. Genau. Und ich bin gespannt, wie das gleich aussieht. Wir sind jetzt auf der Hanauer Landstraße hier in Frankfurt und die Straße ist eigentlich bekannt für Autohäuser ohne Ende, aber vor allem auch für das Kontrast. Und das Kontrast bietet auf 5 Stockwerken wirklich alles, was man sich überhaupt nicht vorstellen konnte, dass es so etwas gibt. So ein Besuch wie jetzt hier im Kontrast, passiert das spontan oder ist das bei dir direkt in der Schedule mit drin? Das plane ich in der Tat im Vorfeld. Also mir ist es halt wichtig, dass ich nicht in Stress gerate halt und auch die Zeit ordentlich genutzt wird. Und deshalb ist das ein tatsächlicher Termin in meinem Kalender. Aber trotzdem ist es ja halb privat, halb beruflich und das nutze ich dann schon. Ah ja, schau mal hier, das ist doch auch toll. Kicker geht immer. Sehr gut. Man kann die einzelnen Spieler auch in andere Outfits stecken, habe ich mir sagen lassen. Ja. Und dann das Firmenlogo drauf. Ah, okay. Und dann kann man auch gegeneinander antreten. Also quasi direkt individualisiert. Man sagt genau. Ja auch, dass die richtigen Deals am Kickertisch verabschiedet werden. Das kenne ich nicht, aber ja, ich auch das merke ich mir. Ich ausgedacht. Aber es würde ja gut passen als Verkaufsargument auf einem Event. Ja? Aber schön ist der. So,
wer HRS unterwegs das ein oder andere Mal verfolgt, der hat es vielleicht schon mal mitbekommen. Wir haben ein Fragegewitter für all unsere Gäste und das habe ich natürlich auch für dich vorbereitet. Ich frage dich einfach und du antwortest, ohne zu überlegen. Reisetasche oder Reisekoffer? Koffer. Zug oder Flugzeug? Flugzeug. Strand oder Pool? Pool. Kultur oder Strand? Kultur. Fenster oder Gangblatt? Gang. Gourmet oder Fastfood? Gourmet. PowerPoint oder Excel? Excel. Wirklich? Ja. Irgendwie wundert mich das nicht. Ghetto oder Schickeria? Schickeria. Tee oder Kaffee? Kaffee. Anzug oder T-Shirt? Beides in Kombination. Sekt oder Selters? Selters. Disco oder Kneipe? Naja, Club. Brezel oder Franzbrötchen? Franzbrötchen. Natürlich. Wir fahren jetzt hier tatsächlich in einem Elektroauto. Ja, ein hundertprozentiges Elektroauto, ja. Genau. Da legst du auch schon Wert drauf, wenn du ein Auto mietest für die Stadt? Also ich finde es schöner, also es ist angenehm zu fahren, gar keine Frage. Und dadurch, dass ich mich ja so ein bisschen zum Thema Klimaschutz informiert habe in den letzten Jahren, ist mir das doch schon wichtig. Ja. Ich finde das schön. So, ich hatte euch ja versprochen, dass es eventuell tatsächlich die ein oder andere Ecke in Frankfurt geben wird, die ich nicht kenne, indem ich Katrin entführt. Das hat sie tatsächlich gemacht und dann auch noch nach Triptebach, worüber ich natürlich gar nicht reden darf eigentlich als Hiptebacher. Das ist in Frankfurt die verschiedenen Mainseiten. Wo sind wir hier? Das ist Sachsenhausen. So viel ist klar und eine Baustelle. Aber was für eine? Genau, hier entsteht ein ganz neues, tolles Hotelprodukt, ein Fünf-Sterne-Haus. Welches das erste in Deutschland sein wird und wir schauen uns jetzt die Baustelle an. Man kann hier einmal Richtung Skyline gucken, auf der anderen Seite kann man sogar noch mal Richtung Stadion gucken. Ach, okay. Ja. Und dann kommt hier im späteren Verlauf der schöne Stadtpark hin, mit einer Laufstrecke auch. So, das war der letzte Termin für dich heute. Richtig. Mehr oder weniger zumindest, was das Arbeitstechnische angeht. Was machst du denn, wenn du bei so einer Geschäftsreise quasi den Feierabend eingeläutet hast, hier in Frankfurt? Irgendwelche Tipps? Ja, also zum Beispiel das Franziska, das finde ich ganz schön. Das ist auch direkt hier hinter uns. Ja. Genau, das ist ein schönes Restaurant. Und ansonsten finde ich Museen ganz spannend. Also jeder kennt sicherlich das Schirn. Aber ich würde mir auch ganz gern mal das Museum für Kommunikation anschauen. Aus meiner Branche natürlich ganz spannend. Und das Rumors finde ich persönlich auch noch ganz toll, ja. Gut, und du hast ja auch noch irgendeine geheime Location, wo wir uns später nochmal treffen wollen. Das Wetter zieht jetzt so langsam aber sicher auf. Ja. Willst du schon verraten, wo oder? Es wird auf ein Schiff gehen, aber mehr verrate ich nicht. Gut, dann sind wir umso gespannter und freuen uns, euch später nochmal zur finalen Location mitzunehmen. Tja, wie so oft sind die schönsten Dinge im Leben auch besonders schnell vorbei. So war es also hier mit Katrin auch in Frankfurt. Das hat wirklich Spaß gemacht. Wir haben viel erfahren und ich habe auch den einen oder anderen Ort kennengelernt, den ich als Frankfurter noch gar nicht so auf dem Zettel hatte. Macht aber gar nichts, denn wir sehen uns ja hoffentlich bald wieder. Aber bevor das der Fall ist, würde mich natürlich noch mal interessieren, wenn du auf Geschäftsreise bist, wie gestaltest du denn typischerweise deine Abreise? Das ist unterschiedlich, aber wenn es ungefähr anderthalb Stunden oder in diesem Fall 3,5 Stunden von Hamburg entfernt ist, dann fahre ich meistens mit der Deutschen Bahn, buche mir aber ein Flex-Ticket, um flexibel zu bleiben. Das macht Sinn und das ist eigentlich auch ein gutes Stichwort zum Schluss, denn auch wir bleiben flexibel. Erstens ihr, indem ihr unten ein paar Kommentare hinterlasst und diesen Kanal bitte sehr gerne teilt. Und zum Zweiten werden wir uns natürlich schon bald wiedersehen, wenn es wieder heißt HRS unterwegs mit und mit wem und vor allem wo. Da lasst ihr euch überraschen. Mir hat Spaß gemacht, vor allem dank dir in meiner Heimat in Frankfurt. Ein letztes Mal gute Wie und einen schönen Abend und eine gute Heimreise. Cheers. Prost. We'll